Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Rolpeo und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Ja, wieder im neuen Gewand, die Evangelion-Kleidungen. Ich hoffe, ich habe Rose ja die richtigen Kleidungen gegeben, weil gibt da zwei verschiedene. Einmal für hätte ich vielleicht im DLC nehmen sollen. Ja. Ich habe nämlich einmal hier noch die Klamotte. Ich glaube, die ist für Alicia. So, und Edna hat auch von Ray hier die Klamotten. Und ja, ich kenne die ganzen Charaktere nicht. Also Count Ray kenne ich, aber die anderen beiden nicht. Gut. Müssen wir auch mal irgendwann tragen, ne? Und übrigens, ich bin jetzt hier, weil hier ein Skit ist. Und das gucken wir uns an. Oh, Oase. Oh, Oasis. Inochi no izumi. Omae wa arechi ni umareta meiga. Nanda sono tenshon wa? Mizu no tenzoku nara wakaru daro, Mikubo. Kono mizu no arigatasa ga. Wakaru na. いいんだぜライラ。火の天族の火照ったからだを投げ入れちゃっても。遠慮しますわ。清らかな泉ですわ。じゃあエドナちゃん、地の天族を代表して一緒に飛び込もうぜ。最高の大地の恵みに。空気読めないのね。風の天族のくせに。今の地味にぐさっときた。涙を拭きなさい。この命の泉で。どうする？ Okay, keine Ahnung. Meine Güte, ich dachte, hier kommt was Wichtiges. Anstatt irgendwie Savets Oasenfetisch oder irgendwie so. Gut. In der letzten Folge haben wir das DLC, glaube ich, abgeschlossen. Schon sehr lange her, dass ich wieder aufgenommen habe hier. Dabei sind wir aber schon fast am Ende. Ich glaube, deswegen. Ich habe auch viel voraus aufgenommen. Warum gehe ich überhaupt jetzt hier lang? Achso, ja, wegen dem Speicherpunkt. Wir wollen ja wieder, obwohl ich gehe. Vielleicht erstmal irgendwo ein Dingens, ein mich heilen irgendwo. Ach ja, ist auch noch die Monolithen lesen. せきを書いた人ってメイビンじゃないかと思うんだ。いくつか古代文字の書き方に独特の癖がありましたわ。そうなのかもしれません。確かに見たことあるかも。もちろん読めなくて聞いてみたら、俺だけの暗号だよって言ってたけど。 レヴィンさんらしいですわね。同志を導くために各地に石碑を点在させたのかな。順序の差はあれ。井筒から南下していくことで効率的に戦略が学べるようになっていた。まさか。ただ、あの石碑が書かれたのは風化具合を見ても 10年 20年ではないですわね。過去の同志に当てたものを俺たちが辿っていったということかな。 Leider. Kampfaktion freundlicher Link erlernt. Okay. Sehr. Man ist der Link irgendwie rein. Ach, das ist das, was wir noch nicht hatten. Also, was Fragezeichen nur war. Da war einer mystischen Art wiederholt. Ah. Oh. Oh, wir haben alle Monolithen. Sehr gut. Bei einer mystischen Art wiederholt X, wenn die SA bei 3 oder höher liegt. Einen weiteren mystischen Art zu wirken. Das könnte auch nicht schlecht sein. Ja, schon viermal nacheinander rasches Ausweichen, ohne Schaden zu nehmen. Verringert sich die mystische Art, wollte ich jetzt arm. Das werde ich nie im Leben machen, also. Oh, zwei, ehrlich. So ausgeführt werden, wenn der Gegner betäubt ist. Nein, ein bisschen mit verringert die benötigte Sache ein 4 um 1. Kann ich den hier wegpacken? Zwei Level Ups, dann kriege ich auch noch einen Punkt, aber also zwei Punkte, aber ist zu wenig. Dann beim Schritt nach vorne aus, alle mit ISK, nehmen wir das. So. Gut, dann gehen wir noch mal irgendwo hochheilen. Warum nicht? Trainiert habe ich jetzt natürlich nicht, weil ich ja ausgehend irgendwie nicht mehr gespielt. Deswegen, ja, hier. Mein Gott, ich fühle mich, als würde ich das Spiel zum ersten Mal wieder spielen. Nix, okay. Gesundheit, danke. Gut, dann
Gehen wir mal zum optionalen Ort. Hier. Aber die Gegner waren ja noch so Level 90 und so. Deswegen muss ich, glaube ich, auch nicht trainieren. Bin mir gerade auf. Schwer, okay. So. Warte mal, habe ich schon. Ich habe den auf Level 13 noch gebracht, glaube ich. Nach der letzten Aufnahme. Gut. Deswegen kann ich jetzt hier auch schneller rennen. Sehr gut. Dann. Frage, wo waren wir schon? Waren wir hier schon? Ich weiß noch gar nicht mehr. Ich habe hier alles so im Schnelldurchlauf erkundet beim letzten Mal, aber das schon. Ja, am Ende meiner Aufnahmesession war, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr so genau, wo er was war. Aber ich kann halt schnell. Er hat mich voll erschreckt jetzt. Er hat mich echt jetzt voll erschreckt. Ich bin zusammengezuckt, als ich gesehen habe, hat er rausgekommen ist. Meine Augen verraten mir, dass irgendwo ein Kraut in der Nähe ist. Gut. So, der wievielte Part ist das überhaupt? Der 140. Ne? Ist immer noch nicht annähernd nah dran an Tales of Xillia 1, welches 237 Parts hatte, glaube ich. Aber das Spiel kommt so ungefähr mit der Länge von Symphonia und Xillia 2 zurecht. Ach, der Schmelztiegel, der war ja auch noch hier. Und soll ich mich an den versuchen? Nur Zavet. Zavet hat eine riesige Verteidigung, also versuchen wir mal. Okay. Ich meine Wahl, ob ich irgendwie reingehe oder nicht, ne? Weil Zavet hat, weiß ich nicht, Verteidigung von über 1000. Oh, die sind schon Level 83, nämlich. Oh, doch nicht. Lass mal ändern. Was hat der nochmal so viel Verteidigung bekommen? Okay, wird schon reichen. Oh, da zaubert schon wieder die erste. Schade. Aber das ist auch viel AP, ne? Ja, toll. Wolltest du denn damit treffen? Autsch. Wir müssen ja direkt so blöde Magier-Viecher kommen, ne? Ich glaube, das schafft es hier nicht. Nein, ich habe auch keine Heil-Gegenstände. Leck mich! Boah. Macht so wenig Schaden, ne? Dann zaubern die auch noch wie blöde, ey. Schau ich doch nie im Leben. Oh, zaubern kann ich auch hier. Boah, was zum Teufel. Oh nee, jetzt kann ich noch mal alles. So ein Dreck. Mache ich offscreen noch mal. Boah. Also jetzt kann ich extra noch mal die ganzen Dingens hier machen. Die, jetzt kann ich mir noch mal als Skit abholen. Ach, jetzt habe ich den Link auch nicht mehr. Boah. Aber die Kostüme habe ich jetzt auch nicht an. Leck mich. Boah. Falsche Klamotten.
Duelmaster Klamotten, ich auch irgendwann mal zeigen werde. Heute mal habe ich auch Haarschnitt und so. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, sieht doch schon. Sie hat Rosen immer. Herrlich. Da sieht doch schon besser aus. So. Merkt mich. Mann. Ich wollte erst noch auf die Warnung hören. Ich wollte eigentlich nach einem Skit nicht direkt rein, aber die haben ja keine Wahl gelassen jetzt. Aber naja. Geht halt nicht anders. Und das eine Skip noch mal auf Screen hier. Ankrasseln hier. Schon mal hochheilen und so. Kann passieren. Den waren wir anscheinend schon gut. Versuchen wir mal Fortschritt hier zu machen. Wo auch immer dieser Fortschritt ist. Zerweht kann ich dann noch, weil ich 20 Level höher leveln. Ich habe das Gefühl, der hat da gar keinen Schaden gemacht. Vor allem, warum werde ich so bescheuerten Gegnern direkt gepaart? Also nur Magier kamen da jetzt. Irgendwie so blöden Harpienviecher, oder was das war. Jetzt mehr Verteidigung von Zerweht auch nichts. Ja, und ja, oder? Ja, keine Ahnung, ist egal. Kurz vor dem Level Up. Wenn immer mächtiger. So, ich glaube, da war ich auch schon. Hier war ich aber bestimmt noch nicht. Ja, weil ich werde jetzt nicht schon wieder Game Over gehen oder so. Weil die Gegner hier sind nicht so stark, wie hier rumlaufen. Das dürfte ja wohl. Der nächste Boss oder was auch immer kommt, nicht so stark sein. Warum hat es mit dieser Dingens auf sich hat? Der Kelch 1. Jutsu de kakurisareta kūkan da koriya. Zabida no boke de reisei ni nareta. Sore ya yokatta. Boke boke shite tara shinjimau kara na. Okay. Ein neuer Gegner, ich glaube nicht, ne? Solange nicht wieder so was Kryptisches wie ein Tales of Symphonia kommt, habe ich eigentlich kein Problem mit. Aber ich stelle mir schon irgendwie so was vor. Scylla 2 hat das ja auch in sich mit diesen komischen Dingern näher. Ich weiß nicht, wie das war. Weil es viel dunkelpink, dunkelpurpur und so. Ich gehe mal den Gegner hier aus dem Weg erstmal. Kordel-Diadem. Was? Boah, was? Ach, kriege ich hier diese Dinger oder was? Was ist mit diesen Dingern auf sich? Die kann man bestimmt irgendwie zu so ultimativen Klamotten und so verschmelzen. Ja, die ganzen super Sachen hier habe ich alle so markiert, damit ich die nicht aus Versehen verkaufe oder so. Vielleicht kriegen wir ja die restlichen Dinger hier. Wäre schon mal gut. Jetzt sollte ich ja kämpfen. Vielleicht kommt da irgendwie extra Musik oder irgendwie sowas. Aber jetzt ein Stinktier, ne? Ja, komm mal her. Anscheinend nicht. 97. Was?
Aber ich dachte, das Viech so heiß. Warum seid ihr auf einmal so groß? Du Viech warst aber gerade nicht so groß. Warum sind die Gespräche auf einmal so lange? Was bist du ein Anflöch? Ja. Zum. Hey. Was tun wir? Ich bin schon 20 Level höher, ne? Ich krieg immer noch Wasser. Ja. Getroffen, leider. Verdammt. So. Wer macht sich Erfahrungspunkte? Die sind so stark. Sie haben so ein niedriges Level und kriegen so wenig Erfahrungspunkte. Das ist nicht wahr. Ich werde hier nicht lebend durchkommen. Glaube ich nicht. Ach ne, ich bin wieder zurück, nein. Ja, ich weiß. Hier kommt ein Boss, ne? Okay, dann nicht. Entschuldigung. Wutsch. Ja, wenn es hier Speicherpunkte gibt, dann wäre ich sehr froh. Ich habe so das Gefühl, dass es nicht der Fall sein. Aber wenn es welche gäbe, wäre ich froh. Daran. Da sehe ich schon zwei Schatztruhen. Und ein Kraut. Ja, ich weiß. Adamantinstab. Hätte ich benutzen sollen, egal. Angstkraft. Ah, nein. Ja. Ich weiß gar nicht. Muss ich ja mitten in der Dungeon hier einen Schnitt machen. Wie das aussieht. Ist aber schön hier. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht so weit in der Luft. Das würde mich echt irgendwie erschrecken. Ja, was? Muss ich lang? Da wartet jemand auf uns. Sehe schon wieder Party in einem Game Over wieder endet. Wenn ja, dann weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Dann müsste ich ja offscreen trainieren. Und ja. Wäre jetzt nicht so toll. Ich wollte schon irgendwas erreichen heute. Farbige Sonnenbrille. Wenn man hier nur so Dinger findet, ne? Trägt jemand eine Sonnenbrille? Ja klar, mit Cleo. Trägt jemand eine Sonnenbrille? Pff. Jetzt also würde ich sagen, ist zu reden, ein Mann oder eine Frau. Selbstverständlich, mit Cleo trägt eine. Ja, was könntest du denn sein? Physisch? Sieht ein bisschen aus wie Gaius vom Weiten. Ha, habe ich alles verkauft, ja. Ja, sag mir... Bitte, du tust Feuerschaden machen. Hi, na? Agni! Okay. Schwäche, Wasser, selbstverständlich. Wow, habe ich sogar...
Ihr wart ja richtig gut, dass ich Feuerschaden gemacht hast. Ja, hat eigentlich nur benutzt, weil ich davon zwei hatte. Hab schon mal gegen den gekämpft, aber warum kommt kein Text bei dem? Es ist sowas wie die Inkarnation des Feuers, nämlich wohl sowohl von seinen Nageln gepflanzt, als von seinem seraphischen Ass aus der Ferne nach. Nimm mal in Rettung der Tatsache, dass seine Schwäche so offensichtlich ist. Ich wette, du bist froh, dass du ein Wasserseraph auf Abruf bereit hast. Nein. Jeder Kampf, wo ich mein Ding einsetzen kann, ne? Mein Wasseramatisierung ist sowieso ein einfacher Kampf. Solange du mich am Ende noch irgendeinen riesigen Schaden machst, ist das ja locker. Erledigt. Nehmen Part sogar noch. Edna. Sollte nicht bedeuten, dass ihr euch wieder entamatisiert. Das ging ja voll wenig Schaden, ja. Weil wenn er nur Feuerschlag macht, ist das sowieso einfach. So, wo ich hier wieder rauskomme. Ich kann den Part beenden, wenn ich speichern kann oder so. Was ist das? Das ist ein dieser Strudel, aber. Na verdammt, ich wollte mein Ding einsetzen. Habe ich gerade ein bisschen anders hingesetzt. Sehr gut. Das war einfach. Die Kugel Quan halten. Ab hier meins erhöht. Wunderbar. War da gerade? Nein. Antike Kugel Quan. Alter, die noch älter ist als die Seelenkugel. Steigt die maximal KP alle abhängig von der Anzahl. Jawohl. Oh. Sehr gut. Kann ich irgendwie raus? Oh, hallo. Ach, guck mal. Jetzt ja voll vieles geöffnet auf einmal. Das ist ja perfekt. Gut. Kann ich ja hier einen Schnitt machen. Und mich offscreen heilen und offscreen noch mal sein Skit holen. Eine Oase. Mal gucken, wie viel AP ich gerade hatte. Um zu gucken, wie viel ich jetzt bekommen habe. Wir kriegen noch Kugeln, die unsere AP holen. Gut. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Sachen noch. Wahrscheinlich alle irgendwie Gegner sind. Nee, da ist auch noch einer. 6 also. Das heißt, wir haben noch 6 Sachen. Und nehmen wahrscheinlich alle irgendwie, keine Ahnung, anderes Element sind, nehme ich jetzt mal an. Mal schauen. Jedenfalls, wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf Let's Play Hexteria in der Hexeninsel. Ich danke euch alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.